Name ist Dieter Köpper. Ich bin der Schulleiter des Herder-Gymnasiums seit 5 Jahren. Aber viel, viel länger gibt es schon am Herder-Gymnasium etwas ganz Außergewöhnliches. Gibt es in Minden, glaube ich, nur an dieser Schule. Und zwar eine Skifreizeit in Osterferien für Schüler der Oberstufe, Schüler und Schülerinnen der Oberstufe und für Ehemalige. Durchgeführt und geleitet von Herrn Petzold und Herrn Henning. Eine ganz tolle Sache. Wo immer was los ist, viel Sport dabei ist und es auch sonst sagenhaft viel Spaß macht. Ich bin selbst noch nicht mitgefahren, weil ich nie in meinem Leben Skifahren gelernt habe, aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich nicht mehr an der Schule bin, vielleicht probiere ich es dann trotzdem mal. Die kommende Skifreizeit 2015 geht nach Matrei in Osttirol. Ins Skigebiet Großglockner Resort Karlsmatrei. Klingt toll, ist auch so. Tolles Skigebiet, über den Berg rüber von Matrei nach Karls mit der Adler Lounge oben, ganz oben am Gipfel. Tolle Location, wie man so schön sagt. Wir sind vor 3 Jahren da einmal gewesen. Wir haben eine tolle Unterkunft, ganz für uns alleine, kleine Apartments. Speisesaal ist eine Gaststätte mit Billard und Darts. Hat uns gut gefallen, deswegen sind wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder da. Das Skigebiet ist wirklich klasse. Jeden Morgen geht es 800 Meter zu Fuß zur Talstation. Dort haben wir gleich Skidepot dabei. Tolle Sache. Schuhe werden gewärmt und desinfiziert. Morgens in warme Schuhe reinsteigen hat schon was. Und das ist man immer froh, wenn man sie gleich da lassen kann. Skier da lassen. Wir müssen nicht schleppen. Man geht nur direkt aus dem Skidepot gleich in den Supermarkt. Kann was einkaufen. Tolle Sache. Ich genieße eigentlich immer in der Adler Lounge sitzen, Blick auf Großglockner. Das hat was. 55 Schüler fahren mit, Anfänger. Alle können dort was lernen. Der Petzold ist ein begnadeter Skilehrer. Ab nach oben und Skifahren. Tja, seit 17 Jahren haben wir jetzt die Skifreizeit im Gang. Die Idee war mal, Schülern die Möglichkeit zu geben, das Skifahren zu lernen. Auch die Schüler, die vielleicht von Haus aus nicht unbedingt Skifahren, dass die einfach das mal ausprobieren können. Und wir, Herr Henning und ich, haben uns auf die Fahne geschrieben, das als Angebot für die Schule zu machen. Seit 17 Jahren machen wir das. Wir haben, glaube ich, jetzt über 1000 Schüler, also ungefähr fast einen kompletten Schuljahrgang haben wir jetzt eigentlich schon mitgehabt, wobei wir ungefähr 300 Anfänger dabei hatten, die alle das Skifahren gelernt haben. Natürlich gab es auch wenige, die gesagt haben, nee, das ist es nicht für mich, ich mache es nicht weiter. Im Großen und Ganzen war das immer ein Erfolg und viele Schüler fahren eigentlich auch mehrfach mit. Und das ganz Erfreuliche ist, dass auch viele ehemalige Schüler mitfahren, die auch immer noch Spaß haben, nochmal mit uns zu fahren. Sei es drum, dass sie uns sehen wollen oder sei es, weil die Skifreizeit relativ preiswert ist. Und ich denke auch, Eltern, die vielleicht nicht so viel Geld haben, haben die Möglichkeit, ihr Kind mal dorthin zu schicken, um einfach mal zu schnuppern, wie Skifahren aussieht. Wir fangen mit Einbein-Skifahren an und wenn man dann mit dem Schokoladenbein einigermaßen fahren kann, nehmen wir das andere Bein und plötzlich geht es auf zweien hervorragend. Manchmal ist es sogar so, dass man nach einem halben Tag schon die Schüler verliert, die eigentlich Skifahren lernen. Man sucht sie dann und fahren dann meist mit ihren Gruppen schon selber. Ja, ich wollte erst nicht mitkommen, bin jetzt aber super froh, dass ich dabei bin, weil die Gruppe ist wirklich super nett und möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit.
jetzt so oft mitgefahren, wird jedes Jahr besser, also kommt mit. Die Skifreizeit ist super geil.